Hallihallo und recht herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play NHL 20 Ultimate Team. Ja, wir sind wieder da und wir spielen heute unser drittes Saisonspiel. Die ersten zwei Spiele haben wir eigentlich relativ gut begonnen. Das eine beim 2-2 abgebrochen, trotzdem ist Sieg gewertet, das andere 7-0, Abbruchsieg. Läuft, glaube ich, ganz solide soweit. Genau, heute stehen weitere Spiele an. Theoretisch sind es nur drei Spiele, die anstehen. Stellt sich halt die Frage, wie wir uns anstellen und ob es dementsprechend mehr oder weniger wird. Genau. Das wollen wir jetzt herausfinden. Ich suche eine exakte Spieleanzahl. Mal gucken, ob sich ein Gegner finden lässt. Nicht wundern, falls ich heute wieder anders klinge. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber der Zimmerumbau ist jetzt soweit fertig. Das Aufnahmezimmer. Ja. Könnte sein, dass der Ton halt wieder ein bisschen anders klingt. Vor allem ich klinge anders. Wurde es mir immer noch komisch, drücken wir so aus. Aber wir suchen Gegner. Und die Gegnersuche dauert, aber wir haben jemanden gefunden. Und wir spielen gegen Leafs Tor. Oh, die haben das Grenoble-Trikot. Das finden alle so nice. Das Trikot mit dem Fuchs oder dem Wolf, der brennt. Dann gehen wir gleich mal auf Defensive. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich bin Vodafone-Kunde und Vodafone hatte heute eine komplette Störung. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob das bei uns so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ob das so perfekt läuft. Aber das sehen wir gleich. So, Crosby. Okay. What the heck? Es spielt sich... Na toll. Es leckt mega krass. Ich bin mega hinterher. Das heißt, ich mache Sachen, wo ich schon längst was anderes gedrückt hatte. Das heißt, ich habe keinen Plan, wie sich das jetzt gleich... Ja, genau. Wie sich das auswirkt. Und da haben wir es, wie sich das auswirkt. Penalty für unseren Gegner. Und das ist halt kompletter Bullshit. Ja. Kacke. Das ist halt kompletter Bullshit. Weil so kann ich nicht spielen. Weil ich drücke Sachen und dann macht er sie ungefähr 2 Sekunden später. Also das ist... ein kompletter Scherz. Naja, das ist unspielbar. Das ist unspielbar. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es an Vodafone oder ob es an NHL liegt, weil das Internet geht eigentlich wieder. Was gibt's jetzt? Beinstellen? Powerplay? Okay. Ich wüsste nicht, wieso. Sehen wir gleich. Carpenter zieht Panarin die Beine weg. Wahrscheinlich hat er deswegen auch nicht geschossen. Oh, Alter, das geht gar nicht. Ich kann es nicht kontrollieren, was ich mache. Es fühlt sich an, als ja, das ist Bullshit, Freunde. Das ist richtig harter Bullshit. Ich fühle mich, als würde ich... Ich habe vorhin schon gedacht, dass ich in mein Ding schaue, in meinen Laptop schaue. Aber das ist nicht der Fall. Ich schaue tatsächlich auf mein Screen und es ist... Ja, Alter. Ein absoluter Scherz. Da geht gar nichts. Wir müssen schauen, dass wir das Spiel irgendwie fertig kriegen. Hier. Das ist vollkommen lächerlich. Vollkommen lächerlich.
So, ich habe jetzt mal kurz geschaut, ob im Hintergrund noch irgendwas läuft oder so. Deswegen war ich gerade jetzt aus dem Game raus. Geht gar nichts. Geht gar nichts. Das ist unspielbar. Also das ist, glaube ich, die schlechteste Verbindung bei einem NHL-Game, die ich je mit einem Gegner hatte. Weil ich kann nicht darauf reagieren, was er macht, weil ich das erst weiß, was er macht. Da bin ich entweder an dem Gegner vorbei oder er hat die Scheibe. Und das ist halt kompletter Bullshit. Ja, toll. Ich war halt noch beim Checken. Irgendwie geht er rein. Connor McDavid. Ich habe keinen Plan, wie. Ich fühle mich, als würde ich trotzdem Tor. Ich kann mich nicht wirklich freuen, weil ich fühle mich hier, als würde ich einfach über den Aufnahmebildschirm der Elgato spielen. So fühle ich mich. Und wie war's? 2-1! Was? Kein Plan, wie wir es gemacht haben. Weil alles zeitverzögert ist. Ich muss alles davor schon machen, bevor ich da bin. Und es ist unfassbar komisch und anstrengend. Schon neben mir gerade auf dem Bildschirm, das ist auch alles hinterher. Ja, ich gewinne auch komischerweise keinen Bulli. Ich habe vorhin schon mal ein Spiel gespielt, mal schauen, ob das... Vielleicht ist es auch wirklich nur dieser eine Gegner jetzt. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das... Es spielt sich so mega weird. Es spielt sich so mega weird. Was?! Was? Was? Niedermeyer kriegt 2 Minuten, obwohl er ihm nicht mal das Bein wegzieht, sondern wirklich die Scheibe weg. Alter, das will ich nachher nochmal sehen, wenn das geht. Bin. Subin. Selani. Oh, Selani kriegt die Scheibe nicht rüber. Wie spielst du gegen den Gegner, der weiß, was du ungefähr machst, bevor du überhaupt was machen kannst. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist ganz, ganz komisch, Freunde. Und ich bin kein Fan davon. Ist übrigens vorbei. Boah, wäre das Empty Net, dann wäre der drin. Ja, das ist das. Die neue Bekanntheit. Das neue Wunder. Du musst in NHL nur an einen Spieler ranlaufen. Ich sehe die Trippings halt nicht mal. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es einfach wirklich nur am
am Lag liegt, dass die. Also ich weiß nicht, bei mir ist das gerade nicht getrippt oder ist der getrippt? Oder bin ich blind? Subin! Oh, ho, 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 ho. BK Subin! Bitte lass es den Gegner sein, der jetzt abbricht. Bitte lass es nicht mein Internet sein. Die Box da unten sagt, das war nicht wir. Wieder eine kurze Folge. Nein, es war noch nicht wir. 6 Punkte haben wir somit sicher. Nice. Und was für eine Bude. Ich habe nur gesehen, als Tave sich Scheibe zurückspielt, habe ich gesehen, okay, es kommt keiner direkt auf mich raus wie sonst. Und als Buhnevich rauskam, dachte ich mir so, okay, da ist ungefähr Taves im Weg und da ist alles offen. Und dachte mir einfach, okay, probierst das. Boah, der passt halt so genau. Der passt halt so fucking genau. Der ist richtig schön wieder oben in den Winkel rein. Ich wollte mir vorhin die 2 Minuten nochmal anschauen. Kann man das machen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht nur, dass wieder Checks und Ding gehen. Schüsse, Strafen. Doch, Beinstellen. Niedermeier. So. Und jetzt sag's mir mal, wo das Beinstellen ist. Ich treffe die Scheibe. Perfekt. Die Scheibe ist schon lange weg. Und Tarasenko? Was? Willst du mich komplett verarschen? Also das waren die lächerlichsten 2 Minuten, die ich je in meinem Leben gesehen habe, Freunde. Hier, der Niedermeier Schläger ist zwischen fast eingeklemmt. Der kriegt den Schläger da nicht weg. Tarasenko läuft in fast rein. Das ist keine Torhüterbehinderung, einfach in den Torhüter reinzulaufen, im Torraum. Nein, er fällt über den Schläger, der eingeklemmt ist vom Verteidiger und kriegt dafür ein Powerplay. Das ist wohl ein Witz. Ich muss nachher auch nochmal nachschauen, ob Panarin da wirklich fällt. Meiner Meinung nach ist Panarin eigentlich nicht gefallen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber das war ein ganz komisches Spiel, weil wie gesagt, also das war, wollte euch ja wirklich keinen Scheiß verzapfen. Es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass bei mir alles später passiert als bei ihm. Und dass ich davor schon wissen muss, was ich mache und was passiert, weil mein Spiel hinterher ist. Also ganz krummes Ding gerade. Aber egal, wir haben 6 Punkte, 3 Spiele, 3 Siege. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Sage Ciao mit V und bis zur nächsten Folge hier bei Let's Play NHL 20 Hockey Ultimate Team.